Ach, ich bin hier am Schuppen. Ich so, aha, hier ist der Eingang, also Schuppen. Ja, ne? Was ein toller Leuchtturm, du. Wo ist denn der Eingang dann? Ach, hier. Oh. Upsi. Ja, das. Oh. Ja, hat jemand mit roter Farbe ein bisschen rumgekleckert? Jesus Christ, muss man hier nicht dieses. Finde den Ursprung der Morde. Ich mag das Geräusch nicht. Dramatie. Ab zu Tagebuch. Ich hör's klackern. No. Oh, hier ist Gold. Lachsfleisch. Oh, ein Lachsbraten. Salz. Hier ist Nordmeat. was ist denn das? Ach, das sind lauter Zangen, ne? Das ist auch nochmal Meat. Ich wollte gerade sagen, Neat, aber Meat. Nein, den Holzteller. Nein, ich will die Holzteller nicht. 10 Liter Streifen. Hier ist ein Chaurus. Also, wenn hier ein großer Chaurus chillt, kann ich doch nur davon ausgehen, dass hier ein kleines Ungezieferproblem herrschte, oder nicht? So, hier ist nochmal Sudis Tagebuch. Achso. Okay, das ist nicht lang. Halt es hier nicht aus. Warum müssen wir überhaupt aus Himmelsrand wegziehen? Mir fehlen die großen Hafenstädte. Dort gab es immer etwas zu tun und immer neue Leute. Selbst ein Kabinenmädchen auf einem der Schiffe zu sein, auf denen wir herumgesegelt sind, wäre besser als dies hier. Manni sagt, wir sollen davonlaufen, aber ich kann doch Mutter und Vater hier draußen nicht allein lassen. Ach, was soll ich nur? Wir sind jetzt schon über 2 Monate hier und es gibt einfach nichts zu tun. Vom Leuchtturm oben können wir bis zur Akademie von Winterfeste sehen, aber Vater sagt, Magie sei etwas für Anbieter der Daedra. Das einzige Interessante, was sich hier in letzter Zeit ereignet hat, ist, dass Mutter uns beim Essen angefahren und beschuldigt hat, wir würden Sachen aus dem Keller stehlen. Ich habe tatsächlich neulich Kratzgeräusche von dort unten gehört, aber ich dachte, das wäre nur Vater gewesen, der Fische sauber gemacht hat. Ich habe Mani vor ein paar Tagen dabei erwischt, wie er im Keller ein paar Fässer und Kisten durchsucht hat. Erst dachte ich, es sei die ganze Zeit er gewesen, der diese Kratzgeräusche gemacht hat, um mir einen Streich zu spielen. Aber letzte Nacht habe ich sie wieder gehört und da war Mani im Bett. Schließlich sagte Vater, er würde ein paar Fallen und Gift aus der Stadt holen, falls es Skiver seien. Ich habe solche Angst, ich finde nicht, dass das nach Skivern klingt. Mani hört nicht auf mich. Er meint, ich denke mir das mit den Geräuschen aus und schleicht sich dauernd in den Keller. Ach, warum ist er bloß manchmal so blöd? Ich weiß nicht, warum er dauernd hinuntergeht, aber ich habe den Kellerschlüssel gefunden, den er sich nachgemacht hat und ihn in Mutters Lieblingsandenken versteckt, damit er ihn nicht findet. Das Kratzen wird lauter. Ich glaube, ja, Skiver. Oh, sterbliches Blut. Befasser unbekannt. Was ein hübscher Kranz. Oh, guck mal. Die haben hier Zeug und Geld und sowas. Warum? Ja, die haben ein bisschen bügelsteif genutzt für die Kleidung anscheinend. So, was ist in der Kommode hier drin? Stiefel, düpp. Hier sind auch nochmal Stiefel, Kleidung, Trollschädel. Klassiker. Kein Haus ist komplett ohne den Trollschädel. So, schauen wir jetzt hier rein. Ädra und Daedra. Ich nehme das Buch einfach mal mit. Die Prüfung der heiligen Alessia. Ich habe gewünscht, dass da irgendwie eine Quest rauskommt. So, Frostresistenz, da ist nur mal ganz normale Kleidung. Handschuhe. So, haben wir die Handschuhe. Graues Mädchenkleid, Holzkohle, Papierrolle. So, da ist ein Hut. Ramatis Tagebuch. Wir haben es tatsächlich getan. Wir haben den Leuchtturm gekauft. All die Jahre dachte ich, Habt macht nur leere Versprechungen. Welcher Ehemann würde seine Frau denn auch nicht die beiden Monde vom Himmel versprechen? Aber ich hätte nie geglaubt, dass wir ihn tatsächlich bekommen würden. Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich alles hier unterbringe.
finde meinen Lieblingskochtopf nicht und das ärgert mich ein wenig. Sudi und Mani scheinen hier nicht glücklich zu sein, aber sie sind noch jung und verstehen offenbar nicht, dass wir sie einfach noch ein paar Jahre für uns haben wollen, bevor sie uns verlassen, um die Welt zu sehen. Ich weiß, sie glauben, ihr Vater würde ewig leben, aber ich sehe, wie ihm das Alter in die Augen kriecht. Er hat mir noch einmal das Versprechen abgenommen, seine Knochen... Er hat mir noch einmal das Versprechen abgenommen, seine Knochen, wenn er stirbt, ins Leuchtturmfeuer zu legen, damit er für immer auf den Ozean hinausblicken kann. Meine Güte, diese Speise kostet mich wirklich manchmal Nerven. Ich wollte ein paar unserer Andenken von den Handelsschiffen auspacken, aber ich kann sie nicht finden. Sudi sagt dauernd, dass sie nachts Geräusche aus dem Keller hört und Mani meint, es seien vielleicht Skiva. Sie wissen doch, dass ich Skiva hasse. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr dort hinunter. Ich bin nur froh, dass ich meine Lieblingsurne schon ausgepackt und sicher auf dem Sims untergebracht habe, bevor die beiden mit ihren Streichen angefangen haben. Wenn sie einen Skiva im Keller losgelassen haben, dann können sie sich auf etwas gefasst machen. Achso, ich nehme Ramatis Tagebuch mit. Ach, der Tisch ist leer. In ihrer Urne. Ich würde aber ganz gerne Ahn und die Dunmeer. Brauche ich nicht. Ach, guck mal, das ist mein erstes Schwert ausgelaufen von der Zeit. Das Buch der Daedra. Auf den Sims gestellt. Da ist der Keller. Keller? Topf. So, sind Chaos denn so extrem stark? Weil da sind Kartoffeln. Ja, die nehme ich mir alle mal mit. Nein, ich wollte nicht den Korb mit klauen. Egal. Puh, so, das ist Pech. Wo hast du Schwefel gelassen? Das ist Ramati. Ramati, Ramatu, Ramata. Die beiden Räume habe ich jetzt. Achso, da ist die Urne. Oh, Fackelbild mit dem Glas. Wie knuffig. Da ist noch ein Krug und Lavendel. Da ist der Kellerschlüssel, genau. Den lasse ich da noch drin. Ich würde halt wirklich ganz gerne die Erfahrung mitnehmen dafür, dass ich die Türen hier aufschließe. Plus ich habe momentan 99 plus Dietriche. Das bedeutet, ich kann da ruhig ein kleines bisschen verschwenderisch sein. So. Shit. Find's gut, dass ich quasi immer Erfahrung mitnehme. Na, auch wenn Dietrich kaputt geht. So. Haben wir die geöffnet, die Tür? Gehen wir mal hoch, ne? Vorsichtshalber mit beiden Schwertern gezogen. So, wo bist du, Charus? Charus? F4, bevor jetzt hier noch irgendwie ein Pfeil mehr hängt. Hier sind keine. Achso, doch, da auf dem Dach ist wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal aufs Dach rauf. Nee? Okay. Ach nee, hier ist einfach nur Feuer. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie wirklich gedacht, dass hier auch welche... Aha, ich habe eine Truhe gefunden. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Den kriege ich dann vielleicht im Keller. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal runter in den Keller. Schauen da mal, wie es mit den... mit der Ungezieferplage. Ah, hier ist noch was. Da hat jemand Geld versteckt. Haha, ich hab's gefunden. Da ist noch ein Wein. Nehme ich auch mit. Dann öffnen wir die Tür. Okay, das ist jetzt ein Meisterschloss. Das bedeutet, es dauert ein kleines bisschen, bis ich hier den richtigen Punkt getroffen habe. Ah, das war so knapp. Okay, ein bisschen weiter nach links, glaube ich. So. Oh, nee, doch nicht. Vielleicht doch ein bisschen weiter nach rechts. Richtung Mittelpunkt. Uff, uff, uff. Das kann jetzt ein ganz kleines bisschen dauern. So nah dran. No! Come on! Ah, shit. Ich meine, es gibt einen Grund, warum es Meisterschloss heißt, ne? Sollte ich gleich keine Dietriche mehr haben, weiß ich ja immerhin, wo der Schlüssel chillt. Ach, sehr gut. Au, was hat mir jetzt hier getan? Ach, da war eine Falle. Ah, wie fies. Okay, das sind nur zwei Kauri, Karus.
Oh Gott. Ich bin vergiftet worden. Die halten viel aus. Der Heilung. Habe ich hier ein Gegengift? Ich hätte Krankheitsheilung. Okay, da bin ich jetzt fast gestorben. Puh. So, nutze ich mal ein bisschen kleine Heilung. Upsa. So, habe ich die Seele gefangen. Ich glaube, das sind alle Fragezeichen. Ah ja, die haben sich aber hier ordentlich durchgebuddelt. Dann nehmen wir deren Chitin mit. Das ist eine Kapuze der Alikir. Ah, wie cool. Klaue ich mal. Hier ist noch mehr Holzkohle. Da sind immer mehr Handschuhe. Die geringe Magiker nehme ich auch mit. So, was ist in den Säcken drin? Kartoffeln, Karotten. Kartoffelkarotte. Da ist ein Hahn. Ob hier auch eine Henne ist, wenn da ein Hahn ist? Da ist der Kessel. Achso, hier ist noch eine Menge Lachs. Ja, dann sind wir mal hier nicht Lachs und nehmen alles mit. Looten und essen. Da ist auch noch welcher. Und hier auch noch. Ich meine, ist schon ein Vorteil, wenn man einfach auf einem riesigen Haufen Eis chillt. Ah. Oh. Was ist denn dem Fischfass? Fischfass ist toll. Da ist noch ein Zaubertrank der Kleinheilung. Da ist auch noch ein Eisendolch. Ja, komm, den nehme ich auch noch mit. Dem ist nichts drin. Den Korb selber will ich auch nicht mitnehmen. Ich könnte hier gerben, wenn ich wollen würde. Möchte ich aber nicht. So, speichern wir mal ganz kurz und schauen mal hier. Das ist aber... Die haben aber ordentlich sich durchgeknabbert. Zielfrost. Schluss. Schlund. Ich nehme mal ganz kurz jetzt nochmal den Schlüssel mit. Bevor ich da runtergehe und schaue nochmal, ob ich die Truhe oben damit dann aufbekomme. Damit die Bärenfalle aktivieren, damit ich da nicht aus Versehen nochmal reinlaufe. Oder chillt er hier irgendwo? Sehen zumindest nicht. Weil wenn die Truhe wirklich nur mit Schlüssel zu öffnen ist, so Ramati. Ach, das waren sogar wirklich Fallmer. Da ist die Fallmer Kriegsaxt. Gut, das erklärt's. Vielleicht haben die, oder hat einer der Fallmer den noch. Ich nehme erstmal den Kellerschlüssel mit. Vielleicht funktioniert der auch oben bei der Truhe. Na, man kann ja immer sich wundern. Oder ist sie hier irgendwo versteckt? So, schauen wir nochmal hoch. Wo war die Truhe? Hier herum, ne? Nee. Oder ist die Truhe? Ist der Schlüssel hier irgendwo um der Truhe herum, genau, um die Truhe herum? Ich sehe ihn zumindest nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ich meine, noch haben wir nicht aufgeklärt, weshalb sie gestorben sind. Also ich bin... Dann hat die Palmer Kriegsaxt gesehen. Yay. Achso, vielleicht ist in dem Fass hier der Schlüssel drin. Ne, das Fass ist leer. Schade. So, einmal hier runterrennen. Dann behaupte ich mal, dass einer der Palmer den Schlüssel geklaut hat. Weil die hatten den nicht dabei. Oder ist der hier irgendwo? Das ist nochmal eine Palmer Kriegsaxt. Wow, die ist halt wirklich schwer zu erkennen. Da drin. Vielleicht kämpft auch noch der Typ gegen die Fallmeer. Das wäre auch interessant. Also hilf mir! Er hat meine Frau umgebracht und meine Kinder entführt. Oh. Oh, okay. Ach stimmt, ich bin ja nicht leise, was Magie angeht. Das hört ja jeder. Ah, noch ein Kaurus. Nö. Ah, ich hasse es, vergiftet zu sein. So. Seine Seele gefangen. Der höchsten Heilung einmal reinhauen.
Ist hier noch ein Karus oder ist das ein Pfeil mehr? Ich sehe dich nicht mal. Wo bist du? Nimm mal seine Chitin mit. Da wäre ein Gang. Das ist Lydia. Hier ist Mani. Mani ist tot. Tja, hätte er mal nie hier versucht reinzukommen. Ach, da ist der Fall, ne? Ist das alles, was ihr könnt? So. Gilt der Fall mehr als, nein, nicht als Humanoid. Dementsprechend kann ich auch ganz normal sein. Stab der Eisstacheln. Stuff Clown. So, jetzt müssen wir ganz schnell irgendwas essen. Nom 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 nom. Bis wir wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Ne, einmal schnell 30 Kilo Karotten weggefuttert. Nom 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 nom. Und alles läuft wieder. Gescheit. So, da ist auch nichts drin. Der hat jetzt aber auch keinen Schlüssel bei sich. Geht's hier noch irgendwie entlang? Ach, guck mal, hier ist noch ein Tornister. Silberner Rubinring. Not bad. Die Wolfskönigin brauche ich jetzt nicht. So, was ist das? Achso, das ist ein Fallmeerschwert. Ach, die Truhe ist leer. Stand auch dran. Hätte ich mal gelesen, du. Ah, hier ist Gold. Anscheinend finden die Wesen das so toll, dass hier Gold ist, dass sie deswegen erstmal anfangen, Freundstänze zu machen. Hey, er hat Gold gefunden. Das ist nur ein bisschen Stein. Hier drin habe ich auch schon nachgeschaut, ne? Achso, ja, aber nicht gründlich. Da war noch ein Zaubertrank. Ja, aber Mani hatte den Schlüssel jetzt für oben auch nicht. Und der Falmer hier auch nicht. Ich habe den komplett gelootet. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Irgendwie ist das niedlich, wie der Chaos da so steht. So, oh, wie ein kleiner Hund. Tür geöffnet. Zwischengespeichert. Da ist mein rechtes Schwert da flöten gegangen. Da ist mein linkes Schwert flöten gegangen. Okay, du bist ein Fall mehr Schattenschleicher. Ich habe aus Versehen Lydia eine umgeknallt. Ich bin mal wieder vergiftet worden. So. Einhändig verbessert. Oh Gott, ich muss schnell was an Zaubertränken zu mir nehmen. Auf der höchsten Heilung. So, leichte Rüstung verbessert, automatisch natürlich. Oh, oh, da ist eine Menge Gegner. Hinter uns. Oh Gott, das Ding ist viel größer, als ich zuerst angenommen hätte. Ich habe vielleicht ein paar Kartoffeln im Inventar. So, sehr gut. Du hattest viel Gold noch dabei. Starkes Gift der Magiker. Trollfett. Die Eier brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt mitnehmen. Ich trage zu viel und kann mich nicht mehr bewegen. Ich esse einfach weiter Kram weg. Guck mal, ich habe hier nochmal 25 Kilo Lachsfleisch. So, das sind Fallmeer, Waffen, Schilder und sowas. Das brauche ich eigentlich nicht. Hier ist auch noch ein toter Ja, ich will das halt nicht mitnehmen. Das sind jetzt nochmal 4 Kilo. Die kann ich mir dann doch nicht leisten mitzunehmen. Okay, da ist eine Falle. Da war eine Falle. Das ist ein Schimmerpilz. Das sind Spinnen. Warum müssen das immer Spinnen sein? So, ich gehe hier mal jetzt einfach mit Feuerbällen durch, damit das alles ein kleines bisschen schneller geht. Plus, damit ich nicht ständig vergiftet werde. Nehmen wir das Gift mal mit. So, schaut euch mal das Skelett an, wie cool! Ich frage mich, was das für ein totes Viech ist. Der hat ein Ohr dabei. Er hat ein Ohr dabei! Hallo? Oh, weh, es springt nochmal Spinnen von oben runter. Streich wieder. Oh, Chimney. Ihr habt aber eine große Basis gehabt unter eurem Leuchtturm, ne? Ich kann nicht springen, während ich einen Feuerball halte. Was hat mich jetzt angespuckt? Ich hab's nicht gesehen. Ach, ein Iron Ore? Ey. Achso, da sind
Kaori, so, den Fallmesser schlecht. Was hat der da um sich? Ach so, der macht Frostschaden um sich, sehe ich gerade. Ich bin out of Mana. Pech, kannst du bitte was tun? Wo hast du eigentlich deine Schwester gelassen, Pech? Wo ist Schwefel? Okay, der ist tot, ne? Behaupte das mal. Das Beinohr nehme ich auch nochmal mit. Du hättest theoretisch einen Elfenpfeil in dir. Ach, hier ist Sudi. Blutverschmierte Notiz. Oh, Jesus Christ. Sie haben Vater geholt. Da waren noch ein paar andere, die sie heruntergebracht hatten. Aber sie führten sie fort und dann hörten wir nur noch die Schreie und nun ist auch Vater fort. Ihr Götter, warum habe ich nicht auf Mani gehört? Vaters Fieber wurde schlimmer und er murmelte ständig etwas über Daedra. Ich weiß nicht, wo er seinen Dolch versteckt hatte, aber ich glaube, ich weiß, warum er ihn hier gelassen hat. Bekritzelte Seite. Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier unten sind. Vater kam herunter, um uns zu suchen, aber diese Kreaturen haben auch ihn gefangen genommen. Ich habe ihn gefragt, ob er Mutter oder Mani gesehen hätte, aber ich weiß nicht, ob er mich überhaupt hören konnte. Einer dieser großen Käfer schlug ihn, als er versuchte zu entkommen, und nun hat er Fieber. So, also Sudi ist tot. Und hat er einen Eisendolch. Viel interessanter wäre es gewesen, hättest du für mich einen Schlüssel gehabt, Sudi. Oh, hier ist eine Truhe, die ich aufschließen kann. Was haben wir hier drin? Oh! Zack, easy. Okay, ich hab's geöffnet. Die Truhe öffnet sich aber nicht. Ah, so. Wundertrank der Wasseratmung. Nimm das beides mal mit und dann esse ich einfach weiter Zutaten. Ich habe vielleicht 45 Nordmeat. Achso, das verfallen lassen gewesen. Entschuldigung! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte doch alles essen. So, 35 Liter Nordmeat! Na komm, wir trinken nur 25 Liter. Wie wär's? So, da ist ein Chaos ein, ne? Ja. Chaos? Warte, sprich das richtig aus? Behaupte mal einfach, es ist Chaos statt Chaos. Wo ist der Gegner? Ich kann hier durchgucken. Ich höre wieder irgendwie einen Chaos klappern. Das sind noch mehr Pilze. Was ist denn das hier? Ah. Wo ist jetzt der Schattenschleicher, der hier oben war? Diese abgehauen. Das ist ein Schild. Das ist ein Schwert. Schwert und Schild. Der hat hier oben gechillt und gesagt, oh lololol. Ich schieße von hier oben auf mich runter. Der ist tot. Ah, der hat Eisenerz dabei. Salze der Leere hat er auch dabei. Was auch immer das für komische Blasbalgen sind. Ah, hier ist noch eine Truhe. Die kann ich auch aufschließen. So, das ist falsch. Oh, also ich muss hier in die Richtung. Oh. Ey, Level up im Schloss knacken. Irgendwie braucht das so komisch lange, bis irgendwas passiert. Von der Truhe aus. Wieso, muss ich mir jetzt überlegen. So, von wo ist jetzt Kampfmusik angesagt? Was ist denn jetzt mit dir nicht richtig? Komme ich von da unten? Doch, ich komme von da unten, ne? Ach nee, tue ich nicht. Oh, komme ich hier wieder raus? Wäre jetzt eine gute Frage. Ich habe hier nämlich noch eine Truhe. Ebenerz, nice. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ah, schrecklich. Ich behaupte mal, ich kann hier einfach dran vorbeigehen und dann... Wo bin ich? Wo zum Deibel bin ich? Ai, ich werde angekackt. Lüdi erstmal so angekackt werden. So.
kann ich hier runter? Jetzt bin ich in irgendeiner Grütze hier. Achso, höchstwahrscheinlich in einer Brutstätte von den Viechern, ne? Insekten wird man mit Feuer los. Kill it with fire. Nee, es gibt jetzt hier irgendwie so Kaurus Mutter oder sowas. Sowas wie Aragog. Ugh. Was ist denn das hier? Lydia! Das ist ein Kiefer! Ugh. Hilf mir, Lydia! Och! Ah, ich hasse Käfer. Ich muss mal ganz kurz ewige Magika trinken. Ich habe übrigens mitbekommen, dass das weiße Fläschchen jetzt automatisch wieder voll ist. Das nutze ich mal einfach. Dass sich das von alleine aufgefüllt hat, wie quasi gesagt wurde. Ich nehme den Fühler mit. Das mächtige Drachenblut, Retter von Himmelsrand und überhaupt, meine Damen und Herren. Io! Schießen wir mal da mal gegen. So. Ist doch eklig. So, wo bin ich jetzt hier? Oh Himmel. Warum kommt ihr... Ah, goddammit. Warum kommt mir Lydia gerade eigentlich nicht hinterher? So wundere ich mich gerade. Beschwörme einfach Pech. So. Pech, tu wat. Für dein Geld. Und dann beschwöre ich gleich nochmal Schwefel hinterher. Oh wow, guck mal, wie weit ich die entfernt von mir beschwören kann. Das ist ja cool. So. Der junge Karussjäger ist aber halt doch irgendwo schon relativ gut im Ausweichen, ne? So, aber jetzt brennt er langsam. Pech, kannst du bitte treffen und deiner Schwester Schwefel helfen? Der junge Karussjäger hat, glaube ich, gerade einfach mal einen meiner Flammendiener auseinandergenommen. Entschuldigung, zwei meiner Flammendiener auseinandergenommen. Lydia, du musst jetzt wirklich in die Explosion reinrennen, Lydia, ne? Habe ich ihn erwischt? Okay, der ist tot. Da ist wirklich eine große Mama. So, den getroffen. Da hat sich noch gerade was bewegt, ne? So, Elfenpfeil und den Fühler nehme ich wieder mit. So, einmal das kaputt machen, bevor da noch irgendwas rauskommt. Es ist halt so schrecklich, wenn mich irgendwas von da hinten einfach ankackt und ich plötzlich für die nächsten 7 Jahre nichts mehr sehe. So, Karus Mama, geh weg! Mini Karus, geh weg! Ich finde im Frostleuchtturm den Ursprung der Morde. Gern geschehen, Spiel. Aber das. Ich meine, ich glaube, da fertig jetzt nicht unbedingt so viele Viecher. Oh, Leuchtturmschlüssel von Habt. Haha! Habt wir den endlich gefunden? Warum habe ich jetzt Habts Überreste einfach mitgenommen? Achso, der wollte verbrannt werden, nicht? Im Feuer. Da war doch was. So. Geht bitte kaputt. Hopp. Und jetzt gerne hier nochmal auf den schießen. So, und auch den weggefeuert. Gut. Haben wir uns darum gekümmert. Achso, den Kokon nochmal kaputt schießen. Jetzt nicht doch noch irgendwas rauskommt. Puh.
Wo bin ich?